Hallo, herzlich willkommen zu diesem Web-Talk. Heute geht es um was ganz, ganz Grundlegendes, und zwar HTML. HTML hat man in vielen Lernmanagementsystemen und man kommt häufig an den Punkt, wenn man Texte eingibt, dass man, das kann man schön über den Editor machen, dann braucht man eigentlich da keine Kenntnisse, aber irgendwas sieht komisch aus. Und dann fragt dich vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege, hast du mal in den HTML-Code geguckt? Und wenn du dann denkst, boah, eigentlich kann ich das gar nicht richtig lesen, ich weiß gar nicht, was da steht, dann ist dieser Talk richtig für dich. Wir gehen jetzt wirklich in die Grundlagen. Also wenn du schon dich mit HTML gut auskennst, ist das vielleicht zu grundlegend für dich, es sei denn, du möchtest wissen, wie du es deinen Kolleginnen und Kollegen demnächst erklären kannst. Dafür gehen wir erstmal wirklich in die ganz, ganz groben Grundlagen und fragen uns, was ist denn, warum HTML und was ist das eigentlich? Warum nutze ich das überhaupt? HTML steht für Hypertext Markup Language und das Wichtige hier dran ist vor allem, dass es eine Markup Language ist, also auf Deutsch eine Auszeichnungssprache. Es ist keine Programmiersprache, es ist eine Auszeichnungssprache. Was ist eine Auszeichnungssprache? Dafür habe ich in meinem Lieblingsnachschlagewerk das Klexikon geschaut. Und da steht drin, eine Auszeichnungssprache nennt man eine Art, dem Computer zu sagen, wie ein Text aussehen soll. Dafür verwendet man besondere Befehle und Zeichen. Okay, also im Gegensatz zu einer Programmiersprache, wo ich dem Computer sage, was er tun soll, welche Befehle er ausführen soll, sage ich einfach mit einer Auszeichnungssprache, wie ein Text aussehen soll oder bestimmte andere Medienelemente. Es geht ums Aussehen. Wie sieht das so im Grunde genommen aus? Bei HTML hat man diesen Aufbau, der ist fast immer gleich. Man hat Tags, heißen die. Die werden mit eckigen Klammern beschrieben. Und da steht immer am Anfang ein Tag, bei dem es losgeht. Und am Ende, dann steht da was dazwischen. Und am Ende steht ein Tag mit so einem Backslash. Backslash, ja. Kein Slash. Das ist ein Slash. Mit dem schrägen Strich und es ist ein Slash. Und da steht, bis hierhin geht es aber viel. Wenn wir uns da also mal ein Beispiel ansehen, wir haben zum Beispiel Slash B. B steht für Bold, was Englisch ist für Fett. Dazwischen steht ein Text und am Ende steht Slash Bold. Also der Text, der dazwischen steht, wird fett dargestellt. So ähnlich läuft das mit kursiven Text, da steht halt I wie Italic, weil Italic ist kursiver Text. Oder wir haben sowas wie H1 oder H2, daran erkennt man Überschriften. Und zwar auf dem Level 1, das ist eine übergeordnete Überschrift, oder Level 2, das ist die nächst tiefer geordnete Überschrift. So ist diese Grundstruktur in HTML. Nun kann es sein, dass wir nicht nur Texte und Textabschnitte haben, wo wir sagen, von hier bis hier soll ein Text besonders aussehen, sondern wir haben vielleicht einen Punkt, wo wir sagen, hier soll irgendwas passieren, hier soll irgendwas aussehen. Das kann zum Beispiel BR, so wie Break, sein, das macht einen Zeilenumbruch. Ja, also für einen Zeilenumbruch fängt nicht irgendwo an und hört irgendwo auf, sondern der ist einfach an dieser Stelle. Wenn wir das sauber machen wollen, dann machen wir auch da hinten ein Slash rein. Wenn wir die meisten Browser akzeptieren es aber auch ohne diesen Slash. Wo das Ganze vielleicht noch offensichtlicher ist, ist, wenn ich ein Bild einfügen möchte. Dafür ist der Befehl Image, also IMG, und dann SRC, das steht für Source, also wo steht dieses Bild, unter welcher URL finde ich das, dann wird das an dieser Stelle eingefügt. Und was wir an dem Source-Element schon sehen, ist, dass es noch mehr gibt als die Befehle, nämlich die Attribute heißt das. Nämlich, ich sage mit IMG, dass es ein Bild sein soll, ein Image. Und dann gebe ich Attribute mit, die dieses Bild weiter beschreiben. Zum Beispiel, wo kommt das her? Also wo finde ich dieses Bild, wenn ich es darstellen möchte? Ich kann da noch mehr Attribute reinsetzen. Zum Beispiel mit Alt ist ein Alternativtext, der eine Beschreibung angibt, wenn ich entweder eine Anzeige für sehbehinderte Menschen habe oder wenn ich mit dem Mauscursor drüber fahre, dann wird es auch meistens angezeigt. Und sowas wie die Größe, also die Breite, Width, und die Höhe, Height,
die kann ich auch angeben in sogenannten Attributen. Da gibt es noch ganz viel mehr. Darauf kommt es nicht an. Es geht mir erstmal darum, dass ihr versteht, dass es sowas gibt wie Befehle, die fangen an und hören auf. Es gibt Befehle, die stehen einfach nur da und es gibt Attribute, die diese Befehle weiter beschreiben. Weil viel wichtiger ist, dass wir uns das ja in Moodle angucken können. So, ich versuche mal so weit ranzufahren, dass man das gut zusammenbekommt. Und zwar, das ist eine Moodle-Installation, die läuft bei mir lokal auf dem Rechner. Das ist wirklich nur die ganz rudimentäre Installation. Ich habe nur ein H5P-Paket noch installiert. Mehr habe ich daran, glaube ich, nicht gemacht. Und ich habe hier schon mal ein Textfeld eingebaut mit dem kleinen Textausschnitt von Nils Holgersen. Und hier mal noch ein Bild reingefügt und ein Link. Und wie kommen wir jetzt zu dieser HTML-Ansicht? Und zwar gilt das jetzt vor allem für die Leute, die in dem Kurs arbeiten, die den Kurs bearbeiten. In Moodle gehe ich hier auf Bearbeiten einschalten. Ich muss dazu sagen, HTML ist ein offener Standard, der funktioniert auch in allen anderen Lernmanagementsystemen. Nur ich muss mir jetzt eins aussuchen, an dem ich es zeigen kann. Und das hier, das ist das Textfeld, in dem der Text eben im HTML-Format drinsteht. Und wenn ich hier auf Bearbeiten, Einstellungen bearbeiten gehe, dann komme ich eben genau zu diesem Editor-Fenster, wo ich das bearbeiten kann. Und die meisten Sachen, die ich in Moodle so machen kann, also eben sowas wie Fettdrucken und Kursivdrucken, das, was ich vorhin beschrieben habe, das kann ich einfach hier im Editor machen. Dann markiere ich den Text und sage hier, das hätte ich gerne fett. Und wenn ich jetzt aber, wie gesagt, an den Punkt komme, wo ich sage, das ist irgendwie komisch, da funktioniert was nicht richtig, da sieht irgendwas ganz seltsam aus, oder ich möchte eine bestimmte Sache noch ändern, dann gibt es hier dieses Feld, wo man schon diese eckigen Klammern hat, diese spitzen Klammern und den Slash dazwischen, da schaltet man auf die HTML-Ansicht um. So. Und hier sieht man jetzt genau das, was ich vorhin gezeigt habe. Moment. Ich habe hier oben eine H3-Überschrift, also eine Überschrift im Level 3. Ich habe einen Bereich, der mit P beginnt, das sind Paragraphs, also Absätze. Und hier habe ich den fetten Bereich, den ich gerade erstellt habe. Der ist jetzt hier auch mit B gekennzeichnet. Wenn ich das zurücksetze und das B wieder rausnehme und wieder auf HTML zurückschalte, dann sehe ich einerseits, dass B weg ist und das zweite ist, dass hier Span steht. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem, weshalb man manchmal lieber in der HTML-Ansicht öffnet. Dieses Span heißt einfach nur, ich habe hier einen Bereich, in dem irgendwas passiert. In diesem Fall passiert jetzt hier überhaupt nichts, weil dieses Span noch nicht mal Attribute dabei hat und ich kann genauso auf diese verzichten. Ich kann die einfach rausnehmen und es sieht auch nicht anders aus. Auch wenn ich wieder zurückschalte, ist das Span auch eigentlich nicht nötig. Und auf diese Art und Weise, gerade wenn man hier mit dem Editor arbeitet, der funktioniert noch recht ganz gut und dieses Span hätte mir wahrscheinlich auch keinen Ärger gemacht. Aber gerade wenn ich jetzt vielleicht Texte von Word oder von Google Docs rüber kopiert hätte, da bleibt manchmal noch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Code drin, der jetzt nicht ganz nötig ist und manchmal stört, der einem die Ansicht manchmal kaputt macht. Um vielleicht auch mal die Gegenseite zu zeigen, natürlich kann ich auch hier im HTML-Bereich Sachen einfügen. Zum Beispiel möchte ich, dass Junge jetzt kursiv geschrieben ist. Ich mache am Anfang ein I, am Ende ein I und sehe jetzt, wenn ich zurückschalte, dass Junge kursiv geschrieben ist. Und das ist eigentlich schon der ganze Trick an der HTML-Ansicht. Ich kann auch, wenn ich andere Elemente habe, ich habe hier extra mal eine Liste eingefügt, kann ich auch im Text suchen. Hier Liste wird mit UL eingefügt, das steht für Unnumbered List und die Listenelemente mit LI umschlossen. Ja. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir auch sowas wie einen Link, ne, mit AHREF, HyperRef, Reference und eben auch das Bild, was unten zu sehen ist, können wir uns hier auch im HTML-Code angucken. Genau. Das sind die Sachen, wo ich HTML-Code sehen kann. Und ich sage mal, hier bei so einem Textfeld kann ich mich wahrscheinlich noch ganz gut durchmogeln, in Anführungszeichen, ohne zu wissen, wie man HTML richtig liest.
Denn hier komme ich über den Editor ganz gut ran. Wo ich vielleicht Probleme bekomme, ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt hier ein YouTube-Video einbinden. Ich habe mir hier schon mal ein YouTube-Video, ein Video schon mal hingelegt. Es ist auch ein Textfeld. Und ich habe mir bloß mal den Link schon reingepackt, damit ich den gleich aufrufen kann. Moment. Das war jetzt das Suchfeld, das war so mittelclever. Moment. Ich nehme jetzt also dieses Video und bei den falschen Link gespeichert. Bei den YouTube-Videos kann ich ja, wenn ich wenn ich die im Browser angucke, kann ich die ja, möchte ich die vielleicht einbetten. Ich finde auf YouTube ein Video und möchte das jetzt einbetten. Dann gibt es hier unten den Teilen-Button. Dann kann ich draufklicken. Ich sehe hier den Link, den ich mir eben mitgenommen habe. Und ich sehe aber auch hier wieder diese eckigen Klammern, wo ich draufklicken kann und sehe hier einen HTML-Code. Und da hat mir YouTube noch die Möglichkeit, gibt mir noch die Möglichkeiten, bestimmte Sachen zu konfigurieren. Zum Beispiel kann ich sagen, starte erst bei irgendeiner Zeit. Oder, was natürlich ganz nett ist, gibt mir einen erweiterten Datenschutzmodus. Ich möchte, dass die Steuerelemente angezeigt werden. Und wenn ich das alles mir ausgesucht habe, dann kann ich das hier mitnehmen. Also ich kopiere es, entweder mit Steuerung C oder ich drücke hier unten auf Kopieren und kann dann in mein Moodle-System zurückgehen. Und wenn ich das jetzt aber hier einfügen möchte, dann kann ich das eben nicht hier im Editor einfügen, sondern muss in die HTML-Ansicht wechseln. Und wir setzen das gleich und geben das hier rein. Was macht Moodle hier? Deswegen ist es wichtig, HTML lesen zu können. Es macht einen sogenannten iframe. Das heißt, das Video wird nicht kopiert und auf meiner Moodle-Seite gespeichert oder meiner Webseite, sondern es wird quasi ein Bereich definiert und auf diesem Bereich guckt man quasi durch Moodle durch auf YouTube drauf. Ja, also das Video liegt weiterhin auf YouTube und ich bette es nur ein. Wenn jemand das Video löscht auf YouTube, wird es auch auf der Moodle-Seite weg sein. Das ist wirklich das originale, also das originale Video, so wie man im Digitalen von originalen Videos sprechen kann. Es ist natürlich trotzdem im Arbeitsspeicher gespeichert, kopiert. Auch hier sehen wir, es gibt hier die Möglichkeit, die Breite und die Höhe nochmal anders zu definieren. Diesen Source-Link, also die Frage, wo kommt dieses Video her, den sollte man auf alle Fälle so lassen. Man kann noch überlegen, ob man Frameboarder, ob man dem Rahmen noch einen Rand geben möchte. Und diese Daten, die bei Allow drin stehen, wenn man jetzt nicht bestimmte Ansprüche hat, lässt man die einfach so. Ne? Also zum Beispiel gibt es halt dieses Autoplay, das heißt, es startet von alleine los, vielleicht möchte ich das nicht, dann kann ich das rausnehmen. Viele Sachen erschließen sich dadurch einfach, dass man sie vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Das ist der Trick. Wenn ich jetzt hier auf HTML-Ansicht wieder zurück übersetze, dann sehe ich auch schon, dass es hier eingefügt ist. Ich kann mir jetzt auch mal den Spaß machen und das ein bisschen kleiner sieht man wahrscheinlich besser als Größe. Wenn ich das jetzt hier auf so einem Briefkastenformat mache, dann sieht man, dass es hier auch kleiner ist. Ja? Ich speichere das ab und dann wird es auch in meinem Kurs angezeigt. Weil wir es in dieser Web-Talk-Reihe relativ häufig haben, habe ich mir auch überlegt, ich würde jetzt vielleicht auch gerne ein H5P-Element einbetten, das auf einer anderen Webseite liegt. Und ich habe mir mal eins rausgesucht. Oliver Tacke hat so schöne Bingos gemacht für alle möglichen Lebenslagen. Dann nehme ich das von den OER-Camps, das er da erstellt hat. Das ist ein Bingo, mit dem wir sonst versuchen können, andere Leute kennenzulernen und Leute zu finden, die zum Beispiel Microsoft mögen oder Peter Tschentscher kennen. Das ist offenbar noch die Version aus Hamburg. Und bei H5P ist es auch ganz einfach, diesen Code zu finden. Der ist nämlich hier unten in der unteren Leiste. Ich fahre vielleicht mal näher ran. Ist hier unten in der unteren Leiste bei Embed. Ja, wenn ich hier auf Embed klicke, öffnet sich ein Fenster. Ich kann hier auch nochmal die Größe verändern und diesen Embed-Code nehme ich mit. Ich muss nur kurz mein
Modul wieder suchen, das ist hier. Gehe in die Einstellung, wie gesagt, das ist auch ein Textfeld. Gehe in die HTML-Ansicht, füge das hier ein. Sehe jetzt auch nochmal gleich den ganzen Code, also ist auch ein iframe. Der greift offenbar auf die Seite von Oliver Tacke zu. Der hat eine bestimmte Breite und Höhe. Nochmal einen Rahmen erlaubt, dass ich es vergrößere auf Fullscreen. Und was es natürlich auch schön macht, ist mir gleich ein Steuerelement mitzugeben. Ich schalte zurück und sehe schon, dass es eingeblendet wird. Ich speichere das Ganze und sehe jetzt auch hier unten ist das Bingo eingeblendet. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen breiter dann einfügen wollen. Beziehungsweise wenn ich jetzt in die Ansicht zurückgehe, die die Teilnehmenden haben, indem ich das Bearbeiten wieder ausschalte, dann wird es wahrscheinlich genau, wird es auch nochmal ein Stück breiter. Ja, ob man das hier noch größer machen sollte, damit es ein bisschen lesbarer ist, das sind Sachen, die von H5P ausgehen. Nun gibt es ja nicht nur, vielleicht nochmal um den Unterschied zu erklären, zwischen dem Einbetten und H5P auf Moodle installiert haben. Das ist jetzt nur eingebettet. Das befindet sich weiterhin auf der Seite von Olli und wenn Olli das löscht, ist es weg. Und mein Moodle-System weiß eigentlich gar nicht so richtig, dass das ein H5P-Inhalt ist. Also für das Moodle-System ist es vollkommen egal, ob da jetzt ein H5P-Inhalt drin ist oder ein Video drin ist oder ein Bild drin ist oder ein Text drin ist. Das heißt aber auch, dass ich dann diese Aufgabe, diese Übung, diesen interaktiven Inhalt nicht dafür verwenden kann, um Bewertungen zu machen oder Badges auszuteilen. Das kann ich nur mit diesem richtigen H5P-Plugin, mit dem ich dann eben genau solche H5P-Elemente als Aktivitäten in Moodle anlegen kann. Das ist jetzt Moodle-spezifisch. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei Ilias oder anderen Plattformen ist. Das wird aber ähnlich sein. Also auch diese Plattformen wissen durch einen Embed-Code nicht, dass dieses H5P-Element ein H5P-Element ist, was vielleicht eine Bewertung erhalten kann. Gut, das müsste fürs Erste als Demo ausreichen. Und ich hoffe, dass mir ist bewusst, dass sehr viele Sachen, die ich gesagt habe, mit und das ist bold und das steht für fett und das ist i und steht für italic und kursiv gedruckt und das ist ein Absatz mit p für paragraph. Das sind Sachen, die muss man irgendwann ein Stück weit lernen, aber es gibt ganz viele Hilfen, die man zum HTML-Lernen nutzen kann. Eine einfache und praktische ist, ein HTML-Cheat-Sheet zu verwenden, also einen Schummelzettel. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Ich habe mal den hier ausgesucht, weil er schön interaktiv ist. Und hier stehen eben die ganzen Sachen drin. Ne? Also wenn ich ein Bild einfügen will, dann steht hier gleich so ein Beispiel drin. Oder, Moment, mache ich vielleicht auch mal ein bisschen größer. Wenn ich ein Bild einfügen will, dann steht hier so ein Beispiel drin. Wenn ich einen Absatz einfügen möchte, dann steht hier so ein Beispiel drin. Genau das Gleiche für Überschriften. Und wenn ich hier auf diesen kleinen Stift drücke, dann kann ich die Sachen auch direkt ausprobieren. Ne? Also ich kann hier eine Überschrift reinpacken. Ich kann die auch ändern. Dann sehe ich hier drüben auch diese Vorschau, ob das alles so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen finde ich das ein sehr, sehr nützliches Tool, gerade wenn man da einsteigt. Und ganz ehrlich, es sind wirklich manchmal so viele, viele, viele Elemente. Die wesentlichen sind überhaupt kein Problem, aber gerade wenn es nachher nochmal in den besonderen Besonderfall geht, wenn man Tabellen erstellen möchte oder sowas, da bin ich auch jedes Mal so, dass ich überlege, kommt jetzt erst dieses Element oder erst das Element. Das ist überhaupt keine Schande. Ich bin da auch Copy-and-Paste-Programmiererin oder Auszeichnerin bei HTML. Wenn man das Ganze ein bisschen grundlegender lernen möchte, kann ich den Kurs auf Codecademy empfehlen. Codecademy ist eine Plattform, die leider nicht frei lizenziert ist, aber das wirklich, wirklich schön macht und aber kostenfrei zugänglich macht. Die hat einen Kurs, der auf Englisch ist, wo einem so erklärt wird, wofür HTML steht, also genau ähnlich, wie ich es heute angefangen habe, und wo man dann so Aufgaben kriegt. Ne? Also in dem Fall war das, nimm den Code-Editor und schreibe deinen Namen zwischen die Überschriften und drücke dann auf Run. Das habe ich schon gemacht, also ich habe den Kurs schon mal angefangen. Kann hier auf Run klicken, sehe hier drüben das Ergebnis und gehe zur nächsten Aufgabe.
Dann wird mir erklärt, was Tags sind und im nächsten wird mir erklärt, was das Body-Element ist. Das sind Sachen, die brauche ich für Moodle tatsächlich nicht. Aber wenn ich so die grundlegenden Sachen von HTML und CSS auch lernen möchte, dann ist dieser Kurs wirklich, wirklich schön, weil man Sachen gleich selber ausprobiert und sich nicht erstmal nur Theorie anliest. Wenn man, ich denke, vor allem, wenn man dann so ein Stück weit den Überblick gewonnen hat, was so diese Grundprinzipien sind, vielleicht auch schon nach diesem Talk, dann kann ich empfehlen die Seite Self-HTML. Self-HTML ist eine sehr, sehr umfassende Referenz von HTML-Befehlen. Und die gibt es schon sehr, sehr lange und mit der haben viele, viele Menschen von uns HTML gelernt. Und die steht auch unter einer freien Lizenz und hat sogar mal den den OER Award gewonnen. Da war ich mit in der Jury und muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht nur gefreut, dass sie ihn gewonnen haben, sondern ich habe mich irre gefreut, als sie sich beworben haben, dass sie uns für so, also mit dem OER Award so wichtig empfunden haben. Und hier kann ich zum Beispiel IMG, also wenn ich alles über Bilder wissen möchte, kann ich das einsuchen, finde hier eine Referenz. Und dann steht in dieser Referenz wirklich alles Mögliche, so was bedeutet das, wie stelle ich das hin, ich brauche kein End-Tag und habe dann auch eine Liste von allen Attributen, also Beschreibungstext und wo das herkommt und welche Sachen man da noch einfügen kann, die Höhe und die Breite, das wird mir da alles erklärt und nochmal auch als Beispiel ausgegeben. Gut. Was sind die wichtigsten Tipps, gerade wenn man sich ein bisschen frischer mit dem Thema HTML auch in LMS befasst? Ein Tipp, den man immer geben kann, weil man es oft vergisst, ist, Tags wieder zuzumachen. Ja, also man denkt vielleicht noch dran, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt was fett machen und setzt den Anfangstag mit B und vergisst dann den Endtag. Oder man vergisst so eine eckige Klammer. Und wenn irgendwas nicht so aussieht, wie man möchte, liegt es ganz, ganz meistens so daran. Und wir haben noch ein weiteres Problemchen, nämlich dass Moodle, der Editor von Moodle und auch anderen Lernmanagementsystemen einem da helfen möchte. Das macht es aber meistens falsch. Also ich mache vielleicht mal eine Demo und guck mal, ob ich das gleich gut zeigen kann, dass es nicht so gut geht. Wenn ich jetzt noch ein Textfeld erstelle, Textfeld, und dort genau das mache, was ich vielleicht vorhin gesagt habe. Ich lege erst einen Text dran, irgendeinen Text zur Demo. Und ich möchte jetzt das hier vielleicht im HTML fett machen. So. Und ich vergesse hier unten den Text. Natürlich hilft mir der Editor ein bisschen und macht mir das rot. Wenn ich das jetzt aber übersehe und zurückschalte, dann ist nicht nur Text fett, sondern der ganze Text. Weil Moodle gedacht hat, oh, du hast vergessen, den Tag zuzumachen, ich helfe dir. Und macht es aber nicht hinter Text, weil er kann ja nicht in eure Köpfe reingucken, sondern macht das hier. Ja? Das sind so Sachen, die können passieren. Also wenn ihr euch da wundert, warum das nicht so aussieht, wie ihr das gedacht habt, das ist eine häufige Fehlerquelle, nach der kann man immer mal gucken. Also mach den Tag zu, sonst macht's Moodle für dich und das passiert meistens falsch. Das ist bei komplexeren Tags noch sehr viel ärgerlicher. Haltet den Code sauber. Ihr habt es vorhin gesehen, als ich den fetten Text weggemacht habe und dort dieses Span erschienen ist. Das passiert ab und zu. Ein leeres Span macht auch nicht so viel Ärger. Viel mehr Ärger macht es, wenn zum Beispiel man bei Word nicht ordentlich sauber gearbeitet hat, von Word rüber kopiert und dann dort diese ganzen Moodle versucht, diese ganzen Formatierungsbefehle von Word in HTML zu übersetzen. Das macht es mal gut und mal weniger gut. Das hängt auch damit zusammen, wie sauber ihr Formatvorlagen verwendet habt in Word. Das kann sehr unschön werden. Da muss man dann manchmal auch noch händisch drüber. Und das ist auch der Grund, weshalb ich häufig in der HTML-Ansicht arbeiten muss und arbeite. Nutzt Suchmaschinen. Ich habe vorhin auch gesagt, es ist überhaupt keine Schande und es ist eigentlich sogar, es ist bei vielen Leuten der Fall, zu sagen, oh warte, ich wollte jetzt ein Bild machen und da wollte ich einen Rahmen drum machen. Wie hieß denn noch der Befehl? Hieß der Image Border? Hieß der Border? Hieß der Sinnborder oder sowas. Also es gibt ja manchmal so ein paar kleine Abweichungen in den einzelnen Befehlen.
es ist überhaupt nicht schlimm, danach zu gucken. Also es ist kein Auswendiglernwettbewerb. Es ist nicht wie beim Gedichtlernen, dass ihr irgendwo einen Abzug bekommt, bloß weil ihr eine Sache suchen musstet. Und ihr werdet von alleine schneller, wenn ihr Sachen häufiger nutzt. Was ich noch außen vor gelassen habe, aber schon ab und zu erwähnt habe. HTML ist eine Auszeichnungssprache. Das heißt, sie sagt dem Text, wie er aussuchen soll. Es ist aber keine Sache, um Texte zu gestalten. Sowas wie Schriftarten oder Schriftfarben oder solche Sachen. Die kann man zwar mit HTML machen, sollte man aber nicht mit HTML machen, wenn sie keine Ausnahmen sind. Um die Gestaltung von Webseiten kümmert sich CSS, Cascading Style Sheet. Das sind Gestaltungsskripte, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, die aber in euren Systemen auch schon hinterlegt sind. Also wenn wir ins Moodle gucken und ich das ja so eingegeben habe, wie es eingegeben ist, dann ist hier oben diese Überschrift, da hat sich Moodle schon gedacht, okay, ich nehme die gleiche Schriftart, wie ich überall nehme, damit das konsistent aussieht. Und der Text wird die gleiche Schriftart haben, aber Überschriften sind blau und werden markiert. Und wenn ich Sachen nummeriere, dann hat das so einen Punkt und nicht etwa ein Kästchen. Also die Art, wie diese Elemente aussehen, das steht in der CSS-Datei und die hat euer Lernmanagementsystem. Die kann man anpassen, aber es sind keine Sachen, die man, ich sag mal, im HTML-Code rumfrickeln sollte, weil es dann inkonsistent wird. Wenn ihr zu jeder Überschrift dazu schreiben müsst, das ist jetzt in der Schriftart Georgia oder in irgendeiner anderen Schriftart, dann werdet ihr es irgendwann vergessen und dann ist es nicht konsistent. Währenddessen, wenn es in dem CSS drin steht, dann ist klar, alle Überschriften sind in dieser Schriftart. Und was ihr noch machen könntet oder solltet, wenn ihr irgendwo was seht, wo ihr sagt, das ist eine auf einer Webseite, das ist was, das gefällt mir ziemlich gut, dann könnt ihr das klauen. Und zwar, ich überlege gerade, auf welcher Webseite, ich klaue es von Ollis Webseite. Ich finde zum Beispiel, dass diese Überschrift von Olli, er hat ja verschiedene Überschriftenarten und diese Schriftart gefällt, Schriftart ist jetzt natürlich wieder kein gutes Beispiel, aber ich möchte vielleicht wissen, wie er jetzt bestimmte Sachen formatiert hat. Dann gibt es ein für jeden Browser Entwickler-Tools. Das heißt, klingt schlimmer als es ist und man muss viele Sachen im Kopf ausblenden, um die einfachen Sachen zu sehen. In Windows ist die Tastenkombination Steuerung Shift I. In Safari ist es Command und Komma. Und dann geht hier so ein Kasten auf. Und da sieht man dann den Quellcode der Seite. Man kann sich durch den navigieren oder man kann, jetzt bei Chrome sieht es so aus, dass ich hier diesen Pfeil habe und mit dem kann man direkt auf Elemente draufgehen. Ja, und dann kann man die untersuchen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufgehe, dann sehe ich H1, also es ist eine Überschrift 1 und die Klasse. Und ich sehe hier unten dann auch den CSS-Style. Das heißt, wenn mir jetzt tatsächlich die Schriftart gefallen würde, kann ich auch hier gucken, wie das ausgewählt wurde und kann das in meiner CSS-Datei nachbilden. Ja, also wenn man wissen möchte, wie das gemacht wurde, kann man diesen Entwicklermodus nehmen. Gut. Von daher, ihr könnt sehr gut auch bei anderen abgucken und euch diese Elemente rüberholen. Natürlich gibt es ganz viele hilfreiche Tools, weil HTML wirklich die Grundlage des Webs ist, wirklich das Grundgerüst, auf dem jede Webseite aufgebaut ist. Deswegen gibt es da viele hilfreiche Tools. Ich möchte 3,5 erwähnen. Das eine ist Notepad. Notepad ist ein Editor. Also wenn ihr auf Windows seid, dann kennt ihr den Windows-Editor und es gibt sowas sicherlich auch für Apple, der mit verschiedenen Sprachen umgehen kann. Ja, also es ist genau so ein Texteditor einfach nur, aber hier oben gibt es den Bereich Sprachen und unter H gibt es auch HTML, der hier schon eingestellt ist und damit kann ich hier auch schön schreiben. Ich habe ein bisschen mehr Platz als in Moodle, also ich mehr als dieses kleine Fenster, was ich da nur in Moodle zur Verfügung habe, kann ich hier das in Ruhe machen. Er zeigt mir eben auch dieser Abschnitt geht von hier bis hier, ne? Also er hebt das ja vor. Wenn ich sage, okay, ich möchte es nicht mehr sehen, dann kann ich die Abschnitte auch einklappen und ausklappen. Er hilft mir bei der Einrückung. Also
Das ist ein Open-Source-Tool, was man für viele Sachen sehr gut gebrauchen kann, auch für HTML. Und für viele Sachen, da bin ich schon beim nächsten Tool, das ich gar nicht so breit behandeln möchte, weil es tatsächlich in der Einrichtung ein bisschen komplex ist. Aber wenn es einmal eingerichtet ist, ist es wirklich schön. Es heißt Auto-Hotkey. Das heißt, man kann sich selber Tastenkombinationen oder Zeichenkombinationen festlegen, die dafür sorgen, dass Befehle automatisch eingefügt werden. Ne? Zum Beispiel fand ich ja vorhin diesen Embed-Code von den YouTube-Videos, habe ich vielleicht öfter und habe eigentlich nur eine Liste an Videos und möchte nicht in jedes Video reingehen, dort den Code kopieren und einfügen. Auto-Hotkey ist ein Programm, das ich starten kann. Dazu schreibe ich hier so kleine Skripte, wie das geht, steht im Tutorial, will ich gar nicht drauf ausgehen. Aber das macht zum Beispiel, dass ich, wie ich mir definiert habe, zum Beispiel, wenn ich eingebe, also jeder kann es für sich selber einlegen, Doppelkreuz YouTube Embed, dann hat er ein bisschen zu tun und dann wird automatisch dieser Text eingefügt und ich muss dann hier bei To Do vielleicht nur noch den Codeschnipsel für das Video reinpacken, die Adresse. Und das kann ich wirklich mit allen Sachen machen. Also ich kann auch, was habe ich noch gemacht? Ich habe Kreuz SP mir überlegt, dann möchte ich immer ein Non-Breaking Space, das heißt ein Leerzeile, Leerzeichen, die nicht umgebrochen werden kann. Das ist super, wenn ich zum Beispiel Einheiten schreibe, ne? 30 Euro und möchte zwischen 30 und Euro ein Leerzeichen, was aber nicht auf der nächsten Zeile landen soll, wenn es am Ende der Zeile steht, dann mache ich das damit. Ist ein super Tool, die Einrichtung. Ist mal so, die braucht ein bisschen, ehe man dahinter steckt, wie man das schreibt, dann geht es ganz fix und man muss es eigentlich nur einmal schreiben, dann kann man das gut einfügen. Es gibt so Sachen wie Tabellen, die sind nicht so unbedingt komfortabel zu erstellen in HTML, wenn man das alles händisch eintippen muss. Es gibt aber Tools wie zum Beispiel einen Table-Generator, wo man einfach sagt, mach eine Tabelle und sucht sich hier aus. Ich möchte gerne 3 Spalten und 6 Zeilen. Möchte hier vielleicht so fette Sachen reinhaben, kann die formatieren. Ne? Und dann gibt es hier unten dieses Codegerüst, was ich dann kopieren kann, in meinen Code einfügen kann und habe zumindest schon mal die leere Tabelle stehen. Weil das müsste ich sonst alles eintippen. Auch ein super Tool. Und ich habe gesagt 3,5, weil das eine habe ich vorhin schon gezeigt und es ist im Browser drin. Das ist der Entwicklermodus im Browser, der mir helfen kann, HTML-Elemente zu untersuchen. In Firefox und Chrome geht es mit STRG-SHIFT-I und bei Safari geht es mit Command und Komma. Gut, das war eine kleine Einführung und ich hoffe, sie war nicht weder zu komplex noch zu einfach gehalten, so dass ihr jetzt vielleicht das Gefühl habt, ihr könntet doch ganz gut in das Schreiben mit HTML und vor allem in das Lesen mit HTML einsteigen, weil es ist oft viel wichtiger, dass ihr seht und erkennt, was hat da jemand geschrieben, was ist damit gemeint, wie kann ich das vielleicht ändern, wenn es irgendwie komisch aussieht, um damit auch offene Online-Kurse weitergestalten. HTML ist natürlich verwendet, weil es ein offener Standard ist und das Web so funktioniert. Jeder Browser kann HTML lesen und es ist deswegen, eigentlich soll es zur Grundkompetenz im 21. Jahrhundert gehören und das wird es auch immer mehr. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.